Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Frackfest. Wir sind, so gut es geht, nämlich jetzt hier schon bei dieser National Amateurs Series dabei, die fertig zu kriegen. Ich werde heute mit euch mal Compact Clash spielen. Das ist ein 4-Renn-Event. Ich nehme gerade an einer anderen Serie teil. Ist mir doch egal. Wird uns hier angezeigt, was wir uns, glaube ich, hoffentlich hier kaufen können. Was soll es sein? B oder was? Okay. Der ist gesperrt. Kann man mit denen jetzt hier fahren oder nicht? Ich sehe das gerade irgendwie nicht so ganz durch. Für 19.000 kaufen, ja, warum auch nicht? Wir haben richtig viel Kohle, glaube ich, hier. Sehr schön. Ah, cool, mit dem können wir jetzt wirklich fahren. Doch, dann fahren wir doch mal. Ah, warum nicht? Jetzt doch nicht, oder was? Nicht zugelassen? Ah, ach, B. Okay, na, sag mir das doch irgendwie hier. Schon hier gewundert, Alter, wenigstens mal irgendwie. Dann nehmen wir Nexus. Auch nicht schlecht. Welchen wollen wir hier nehmen? Wir können hier immer noch so ein bisschen aufrüsten. Guck mal, nehmen wir einfach mal den Nexus hier, kaufen wir den. Und ein bisschen ein paar Upgrades hier machen. Und hier noch ein paar Upgrades. Akku können wir gar nicht kaufen. Ching, ching. Aufpassen, wir dürfen nicht über B kommen. Nämlich jetzt hier wirklich langsam aufpassen. Ach, nicht genügend Credits. Ja, dann passt das schon. Dann fahren wir hier mit den Nexus. Schau schon, irgendwie gehen. So, Banger Race North Fork Ring. Hauptstrecke umgekehrt. Kenne ich mal die normale Strecke, aber ist vollkommen in Ordnung. Ist mir auch einerlei. Ja, wie gesagt, 4 Rennen hier wieder. Persönliche Bestzeit. Bin ich da schon gefahren oder was? 42,286. Okay. Bin ich jetzt nicht der Meinung. Aber egal. Ja, hauen da jetzt einfach durch. Jetzt haben wir hier den Nexus. Damit werden wir. Ach, guck mal, hier vorne rechts sehen wir ihn, glaube ich, auch schon. Da werden wir natürlich jetzt alle hier richtig fertig machen. Und ja, dann Däumchen drücken und dann geht's gleich los. Hier nochmal ganz kurz die Fahrer-Dingster-Bumster ausschalten. Minikarte, Spielername aus. Statt mir von so weit hinten, das nervt mich hier tierisch. Weg, weg, weg. So, hier müssen wir ein bisschen Platz hier machen. Immerhin schon mal Platz 5, gar nicht mal so verkehrt. Hier vorbei. Na rum. Ja. Platz 3. Aber irgendwie fehlt es, finde ich persönlich, an Leistung. Ja. Wir fahren einfach wieder hier lang. Der Mini ist aber auch schnell. Ey, Mann auf mich. Kopf an Kopf rennen. Wenn wir auch hier Zeit haben, wären wir ja schon mal gar nicht so schlecht. Oh, da macht er einen Fehler. Da macht er einen Fehler.
Den müssen wir natürlich jetzt hier eiskalt aus. Okay, das war nicht eiskalt ausgenutzt. Das war einfach nur schlecht. Auch zur letzten Runde. Komm, Bushizi! Ja! Ja, das ist es. Unsere Runde hier! Oh, da war ja schon Stadtziel gewesen! Hiha! Yes, so wird es gemacht! Weiter geht's! Oh, die Stoßstange hängt da ein bisschen runter, aber sonst alles in Ordnung. Fährt sich ein bisschen komisch. Ich glaube, der Nexus, seine Stärken sind tatsächlich eher auf schnellen Kursen mit weniger engen Kurven, wo er vielleicht ein bisschen Gas geben kann. Der kommt aus den Kurven vielleicht nicht so gut raus, aber den ersten Platz haben wir schon mal geholt. Schon mal die halbe Miete. Wenn wir natürlich jetzt einen zweiten Render jetzt noch weiter anknüpfen können, dann läuft es doch wie geschmiert, würde ich sagen. Nächstes Rennen. Finn Cross Circuit, auch so eine kurze Strecke. Alle so relativ kurz hier, wa? Aber wenn es halt so bei 3 Runden bleibt, ist doch vollkommen in Ordnung. Dann gibt es nichts zu meckern. Es ist halt immer extrem eklig und anstrengend, hier von der Mitte aus zu starten. Wo man sich erstmal durchkämpfen muss. Und wie gesagt, die schenken sich hier gar nichts. Dann wird ja schon ordentlich hart gekämpft miteinander. Aber na gut, was soll's, was will man da machen? Gibt Schlimmeres auf alle Fälle. So, Finn Cross Circuit. Ich bin gespannt. Ah, ja, wir kommen ja gar nicht mal so schlecht weg. So, Vorsicht. Ja. Oh, hoppala, die Kurven sind hier sehr eng. Sehr eng. Oh, hoppala. Also, jetzt haben wir ein bisschen Gasanteil hier. Aber auch nur für kurze Dauer. Denn hier geht's schon wieder rauf. Ja. Yeah. Okay, 3 Sekunden Vorsprung. Wo lang? Da lang. Und auf zur letzten Runde. Ja. Komfortable Führung. Ah, versuche jetzt mal unsere Pace hier zu fahren. Also, solange ich nicht im Verkehr stecken bleibe, komme ich hier immer sehr gut klar. Aber sobald man hier so ein bisschen austeilen muss. Eieieiei. Aber wir werden ja gleich mal sehen in der Wiederholung, wie wir ja ausgeteilt haben. Das war gar nicht mal so verkehrt gewesen. Wir haben einen Erstplatzierten schön von hinten eine gegeben. Oh, hoppala. Oh, 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 oh. Der ist ja richtig nah rangekommen. Was ist denn da los? Gerade noch so. Uiuiuiui. Ich habe da ein paar Sekunden Vorsprung. Hat er nochmal richtig reingehauen. So, wie gesagt, gucken wir uns mal kurz die Wiederholung hier an. Gut, vom Platz Nummer 11 starten wir. Boah, ist aber auch gemein. Komm, nicht gut los. Aber bleiben einfach gerade durch. Hier den ersten haben wir gerammt und da bildet sich, nähern, kennst du denn das eigentlich nicht. Aber können sie hier richtig schön raushalten von den ganzen Gewirrwarr hier. Und das ist auf alle Fälle schon geil. Da kann man dann sehr gut durch. Okay, hier kommt noch der kleine Konter. Bleiben sehr, sehr weit außen.
einfach nur raushalten, weil da hinten, mal es ganz gut gesehen, da ist einfach nur Chaos angesagt. So, damit haben wir auch schon den zweiten Sieg hier abgestaubt. War ein gutes Rennen gewesen. Action ist es natürlich jetzt hier nicht. Wir wollen hier natürlich gewinnen. Ich will mich hier auch hier so ein bisschen zurückhalten und raushalten aus der ganzen Sache. Man sieht es immer in den Wiederholungen ganz gut, was da hinten eigentlich so abgeht. Dann ist man wirklich heilfroh, wenn man da selber sehr gut durchkommt. Und von daher, ja, auf ins dritte Rennen, würde ich mal sagen. Das könnte dann schon die halbe Miete wirklich dafür sein, auch die Meisterschaft jetzt hier zu gewinnen oder dieses Event hier zu gewinnen. Weil ich glaube zum meinen, der Zweitplatzierte vom ersten Rennen war weiter weg im zweiten Rennen gewesen. Also es war auf alle Fälle ein anderer Zweitplatzierter gewesen. Und die Strecke scheint auf alle Fälle ein Ticken schneller zu sein. Das kommt uns ja ganz gut. Wir müssen es halt nur hier raushalten. Und es ist natürlich immer schwer, wenn man zum Beispiel wie im Rennen 2 vom Platz 11 aus startet. Da muss ich erstmal so ein bisschen durchkämpfen und durchmogeln. Clay Ridge Circuit, Hauptstrecke, umgekehrt. Bin ich noch nie gefahren vorher. Aber das macht bei mir irgendwie keinen großen Unterschied. Auf geht's. Ja, komm, relativ gut weg hier. Erste Kurve. Weg. Oh, relativ gesittet bisher. Wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Platz Nummer 5. Ja, auf meine Däumchen muss ich hier wieder aufpassen. Oh, die gehen sich da. Gut für uns. Hoppala. Weg. Weg. Ah, richtig viel Zeit hier verloren. Ah, weg, weg, weg. Reifen weg. Nein, nicht gut. Nicht gut. Oh, oh. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Kacke gebaut. Kann sie durch, ein paar Punkte können wir hier noch holen. Wir rasen einfach jetzt hier volle Kanne rein. Ist mir auch einerlei, ist mir einerlei. Ah. Ah. Okay, ich habe niemand getroffen. Ist auch egal, der Wagen hält noch. Der Wagen sieht nur ein bisschen kaputt aus. Aber ansonsten hält es. Okay, Jeff. Ja, Jeff, ich bringe das Auto nach Hause. Kein Problem. Aber ich glaube, irgendwas steckt mir im Brustkorb. Aber geht weiter. Pack mir schon mal eine Schachtel Marlboro raus. Ich fahre das Ding nach Hause. Kein Problem. Aber Pflaster an Marlboro, okay? Boah, Platz 6, wenn das hier so bleibt. Ja, bleibt so. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber egal. So, die Wiederholung natürlich selbstverständlich. Kommen wir immer eigentlich gar nicht gut weg. Wo sind wir denn da wieder? Da sind wir, guck mal, da. Ja, da bildet sich eine Lücke hinten und vorne. Kommen wir aber sehr gut durch die sogenannten Lücken. Hier fliegen die Reifenstapel, wie geil ist das denn? Und können die auch sehr, sehr gut mitmischen. Habe ich aber ein Problem gehabt. Eigentlich mehr oder weniger hier so ein bisschen. Aber wir kommen ja eigentlich gut durch die erste Kurve. Oder durch die erste Runde eigentlich. Und wir haben ja schon an den ersten Platz ein bisschen geschüttelt. Kommen wir auch sehr weit raus. Und alles sehr nah beieinander. Hier geben wir ja auch den Gegnern ordentlich was. Hier, guck mal, da hauen wir ihn dann so ein bisschen weg. Macht mal Platz hier. Und hier voll rüber geschossen. Alles noch in Ordnung, aber verlieren natürlich ordentlich viele Plätze, richtig viele Plätze. Und wenn hier und da überall attackiert, guck mal hier, von hinten einbekommen, gerade noch so auffangen können. Zack,
durch die Reifen. Da fliegt ja ein Auto durch die Luft. Und wir auch. Und jetzt kommt eigentlich gleich der etwas heftigere Unfall, wo ich dachte, ach komm, Augen zu und durch, dann nehmen wir aber auch wirklich jeden hier mit. Das ist mir scheißegal. Ist nicht ganz so gut ausgegangen. Hier, letzte Kurve, die ist hier noch ganz, ganz eng. Nehmen wir ganz gut. Und jetzt nehmen wir hier den Schwung mit. Ich wollte alle mitnehmen und am Ende nahm ich nur mich mit. Augen zu und durch und volle Kanne gegen die Leitplanke. Das ist kein Auto mehr, das ist ein Sarg. Und ja, ich glaube, das Lenkrad hängt mir schon im Brustkorb. Das tat auf alle Fälle weh. Gut, ja, das war Renn Nummer 3 gewesen. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie gar keine Übersicht, wie ein aktueller Tabellenstand ist. Können wir gleich mal gucken. Aber ich glaube echt zu meinen, da es alles so ein Kuddelmuddel ist. Platz 1 zweimal hintereinander und Platz 6 am Ende, 145 Punkte. Ja, das ist auf alle Fälle sehr gut. Nexus, Doppelführung Nexus. Dann sollten wir eigentlich rein theoretisch gesehen auch damit ins vierte Rennen gehen und dann auch dann das Event für uns holen. Wenn da nicht allzu viel passiert. Man sieht es halt, war im dritten Rennen, da macht man halt dann so einen Fehler und am Ende, ja, ist man dann so ein bisschen der Leidtragende. Kannst du nicht immer viel machen. Das ist halt manchmal leider so. Aber okay. Bestes geben, bestes machen. Und dann machen wir auf alle Fälle noch ein Event. Wenn es natürlich kurze Events sind, dann machen wir natürlich noch zwei davon. Ansonsten, wenn es ein längeres ist, zum Beispiel ein 4-Rennen-Event oder ein Turniermodus, dann kommt nur noch das hier rein. Und dann ist es dann auch fertig. So, Rennen starten. Langsam Gas geben. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt hier gleich eine Linkskurve. Wir brettern hier einfach durch. Einfach durchbrettern. Ach, das hat sich schön angehört. Weg. Ja, den drehen wir weg. Ich glaube, das hat uns ganz gut. Das ist schon die erste Runde. Was willst du denn? Ey, weg mit dir. Idiot. Naja, ich sag das lieber mal nicht zu früh. Ja, erster. Hier rum. Hier links. Boah, Alter, das sind aber auch enge Kurven. Jetzt geht's gleich hier links rein in die letzte Runde. Ja. Oh, und ich da lang. Ah, wo ich jetzt gerade lang? Der Wagen sieht aber auch schon vor mir geil aus, ey. Okay, den ersten können wir uns abschmieren, glaube ich. Jetzt kommt doch die eine Kurve hier, die ist auch beschissen. Guck mal, da fallen die aber alle so ein bisschen aus der Kurve. Aber egal. Zweiter Platz. Alle Fälle weiß ich noch. Oder ich schaffe das noch. Nee, ganz knapp noch am Ende. Ich dachte noch, wie kommen da ran? Uiuiuiui. Aber zweiter Platz, das ist der Sieg der Meisterschaft, sag ich mal. Bestenliste, also brauche ich nicht. Dankeschön, Dankeschön. Und Erfolg freigeschaltet. Nationaler Amateurmeister. Haben wir auch geschafft. Werden trotzdem noch mal ein paar Punkte sammeln. Es sind ja noch ein paar offen. Aber jetzt haben wir genug Punkte gesammelt, um weiterzukommen. Wenn uns aber jetzt noch mal ein paar schöne Events jetzt hier zum Ende des Videos raussuchen. Knapp 15, 20 Minuten haben wir ja erst. Da ist der Pokal! National Amateurs Meisterschaft. Werden aber, wie gesagt, trotzdem einfach mal hier noch ein, zwei Events mitnehmen. Wie gesagt, den lassen wir aus. Der ist scheiße. Bad to the bone.
Was ist das? Böse auf die Knochen, sieht auf alle Fälle ziemlich interessant aus. Limousine Demolition, auch mega interessant. Wir können auf alle Fälle mal versuchen, hier Bad to the Bone ganz gerne mal hier das hier mitzunehmen. Ah, genau. Sehr gerne. Nehmen wir das mal hier mit. Steht's auch ganz oben. In der Karriere muss ich unbedingt jede Serie einer Meisterschaft abschließen, um Zugang zum nächsten zu erhalten. Vollkommen richtig. Ich glaube, der Tipp kommt jetzt auch gerade, weil wir es gemacht haben, wa? Aber ich will noch hier mal so eine richtig schöne Rennstrecke hier mitnehmen, wo wir uns hier gegenseitig richtig wegfetzen werden. Und die sieht schon lustig aus. Sieht so aus wie so ein zusammengeknotetes Seil. Was da wohl gleich abgehen wird, bin ich mal richtig gespannt. Bonebreaker Valley. Wow, 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 wow. Ah, Turnier. Sehr schön. Qualifikation erst einmal. Guter Start hier. Geht gleich in die erste Linkskurve. Oh, doch nicht. Links und rechts. Einmal hier rum. Dann gehen wir hier mal so einen mit. Eieieiei, was für ein Sprung. Okay. Voll auf ihn drauf. Und Sprung. Oh, das ist... Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, das ist unser Rennen. Ah, hier erwarten uns Überraschungen. Gerade auch, wenn natürlich denn die dahinterfahrenden irgendwann uns entgegenkommen. Ja, ach, Vorsicht, Leute! Oh, so schnell geht es. 9. Platz nur noch. Wow! Oh! Letzte Runde. Ah, weg! 8. Platz. Mal gucken, wo am Ende rauskommt. Hier ein bisschen Glück haben, ein bisschen gucken. 3. Platz aktuell. Ah, Beschleunigung mal hier richtig gut raus. Komm. Sprung. Vorsicht. Vorsicht. Jetzt. 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 Erster. Hohoho. Holla die Waldfee. Was willst du denn dazu sagen? Ganz ehrlich. Mann, 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 Mann. Guckt euch das jetzt mal an. Das ganze Rennen jetzt mal ein bisschen hier ungeschnitten. Auf geht's. Weiß ich eigentlich gar nicht. Ach, wie? Warte, wir sind mit den Nissan unterwegs? Boah, cool. Krass. Ich dachte, wir haben hier irgendeinen Van oder sowas. Wir sind hier mit den... Nee, Nexus sind wir unterwegs. Richtig gut. Fuß ist tatsächlich hier richtig gut. So, jetzt auch nochmal zum Kommentieren. Ja, an sich am Anfang noch alles sehr gesittet. Und guck mal hier, steigen wir eben fast auf dem Dach. Sind zeitweise 3. Platz. Und jetzt kommen wir in die 2. Runde. Da hinten das blanke Chaos. Wie geil ist das denn? Und jetzt geht's in die 2. Runde hinein. Und da fängt schon an, dass wir jetzt hier gleich den Gegenverkehr abbekommen. Uiuiuiui, zum Glück war da kein Beifahrer drin gewesen. Den hätte es aber jetzt zum Döner-Kebab gemacht. Hier schön rum. Und ja, wir fahren alle irgendwo hin. Hier fliegen Reifen, hier fliegen Autos, hier fliegt Schrott. Und es sah zeitweise gar nicht gut aus. Der Jeep vor uns hat da noch leicht getroffen. Der Jeep vor uns hat uns dann da permanent gestört. Auch jetzt hier gleich. In Fahrtrichtung, in die Rechtskurve hinein. Wo kommt er denn da hinten her? Und da können wir aber ja richtig gut aufholen. Einmal hier rum. Sehr schön. Und wir sind ja schon mittlerweile in der letzten Runde. Hier, nimm mal richtig schön Beschleunigung mit. Den ganzen Schwung, die Lücke da draußen. Oh, das sind wir vorne. Der wird getroffen. Wir werden nicht getroffen. Oh.
chaotisches Rennen und wir haben den ersten Platz für uns geholt. Gibt jetzt keine direkten Punkte, aber das ist ja vollkommen egal. Setzen wir mal jetzt hier unser Rennen fort. Ich dachte erst, wir sind mit diesem kleinen Familienvan unterwegs. Weswegen ich dann immer so gesagt habe, ach komm, haust dich doch mal voll rein, weil der Nexus ist jetzt nicht gerade so robust und eigentlich hat jetzt auch nicht so viel Eigengewicht. Aber ich dachte mir, komm, raus einfach mal rein. Das war jetzt so ein bisschen, falsches Denken gewesen. Tatsächlich ging es mit ihm richtig gut. War so ein bisschen Placebo-Effekt sogar gewesen. Du denkst, du hast da was Hartes. Hartes und Langes. Und dabei ist es denn Nexus, sagen wir es mal so. Wir können aber, glaube ich, hier tunen. Achso, wir können kein Upgrade mehr machen. Okay. Aber wir starten hier von ersten Platz aus. So, einmal hier rum. Bedenkt bitte, ich bin zwar Erster, aber Erster heißt der Erste, der gleich getroffen wird in der zweiten Runde. Ah, hier kommen wir sehr weit raus. Oh, alle ganz dicht dran. Was ist denn hier los? Warum reißt denn die ganze Strecke hier ab? Ja, hier kommt man sehr gut rum. Und jetzt wird's spannend. Okay, Auto durch. Geranimo! Alles gut, ja. Es wird natürlich aber von Runde zu Runde ein bisschen trickiger. Nämlich jetzt geht's hier schon mal los. Genau, mit, ich komm wieder raus. Damit sind wir nur noch Zweiter. Das aber auch voll weg ist er mit. Oh oh. Letzte Runde hier. Ach, was habt ihr noch für krasse Wagen hier? Beide. Oh, Augen zu und durch. Ach, die Motorhaube, jetzt ist sie endlich weg. Ein bisschen gestört. Ey, der kleine Nexus gegen diese V8-Monster, wenn das überhaupt V8 sind, da ist er. Der kleine Nexus hier. Ah, Augen zu und durch. Erster ist er. Ja. Oh, ich glaube, das wird ganz spannend. Das war, glaube ich, ganz spannend gewesen. Erster wieder. Der Erste bringt mir natürlich nicht viel. Aber tatsächlich, guckt euch das mal an. Das sind gerade mal 14. Boah, die fahren aber... Ach, wir fahren beide mit B-Motoren. Wir sind sogar ein Ticken schneller, aber ey. Wie gesagt, der Start, der war diesmal richtig gut gewesen. Kommen wir ein bisschen weiter raus, alles in Ordnung. Aber was ich auch gesagt habe, du kannst jetzt hier nicht einfach davon ausgehen, ach, naja, erster Platz, wir rocken die Scheiße fett weg. Bei so einer Form, das ist ja nicht mal nur eine 8, das ist ja wirklich, hier wirst du ja überall getroffen. Erste Runde, ja, kannst du natürlich deine Führung versuchen auszubauen. Aber diese V8-Monster, diese Muscle-Cars, die waren nah dran gewesen. Ja, was war eine große Lücke, aber schon in der zweiten Runde, da ist natürlich die Frage, wo fährst du am besten raus? Ich habe versucht jetzt hier, wo wir rumgefahren sind, ein bisschen weiter außen zu halten. Hat auch ganz gut geklappt. Hier ein bisschen weiter außen gelandet und dann schnell reingezogen. Aber jetzt wird es nämlich richtig, richtig hart, weil jetzt schießen wir genau mittig raus bei allen anderen. Da gibt es kein Geheimrezept, da ist einfach nur Augen zu und durch. Und dann wurden wir volle Kanne getroffen. Hier, paff. Aber ein Glück, keine fatalen Treffer. Guck mal da, der Massaker. Die haben aber auch ein paar Rohre draußen. Guck mal, beide hier. Dieser Dodge oder dieser Mustang-Verschnitt. So. Hier kommen wir richtig gut durch. Und jetzt heißt es nochmal richtig viel Schwung mitnehmen. Und jetzt wieder Showdown. Ich finde das mit drei Runden richtig geil. Showdown hier. Das war richtig knapp gewesen. Wir wurden beide, glaube ich, getroffen. Beide Augen zu und durch. Voll durch die da durch. Paff. Da. Guck mal, wie knapp das eigentlich war. Und er wurde aber auch ordentlich mitgenommen. So, und hier nochmal der große Showdown vom Erstplatz von diesem Muscle Car. Und da müssen wir durch.
Ach, der wurde richtig aufgehalten. Ich dachte, der kam da noch durch. Nee, da wurde er richtig aufgehalten. Der Arme. Oh, was ist mit dem passiert? Eieieiei, der hat auch schon mal bessere Tage gehabt. Ja, manchmal hast du wirklich Rennen, da läuft's nicht so gut. Da läuft alles ein bisschen doof. Kann zwar noch hier weiter fortbewegen, aber ich glaube, das war der gewesen, der am Ende denn wirklich hier komplett niedergemetzelt wurde. Hier zum Beispiel hängen geblieben. Oh ja, oh ja. Eieieiei, den hat's richtig weggesemmelt. So, denn also los zum großen Finale. Puh, diesmal glaube ich 5 Rundenrennen müssten das sein. Also umso wilder wird's eigentlich, wenn es schon ab der zweiten Runde anfängt. Zweite Runde wird schon relativ drastisch. Da kann vieles, vieles durchgemuddelt werden, was uns ja auch passiert ist im zweiten Rennen. Aber ab der dritten Runde, da ist blankes Chaos. Und ja, so ein richtiges Rezept hat man da wirklich nicht. Einfach Augen zu und durch. Also, 6 Runden sogar, 24 Startplätze. Lass mindestens 3 Gegner ausdrehen, ja. Ist mir jetzt egal, ich will hier nur gewinnen. Guter Start hier wieder. Na, die Lenkung, man setzt die mal hier ein. Gut, durch die erste Kurve hier. Schon auf alle Fälle die Führung hier behaupten. Ja, ein paar Reifen hier mitnehmen, das muss man machen. Das gehört quasi zur Tradition dazu. Ah, hier ein bisschen übersteuern. So. Aktuell 3 Sekunden haben wir Vorsprung. Kam hier sehr gut durch die Kurve, er war mega gut. Oh, jetzt hier hoffen und bang. Ah, scheiße. Uiuiui. Gerade noch so reagieren können. 3 Sekunden Vorsprung. Versuchen jetzt mal hier besser außen. Yes. Wow. Aber wie gesagt, das war gerade mal jetzt. Wir sind erst in der dritten Runde hier. Gerade mal die Hälfte hinter uns. Hier immer weit, sehr weit außen hier zu landen, so zum Beispiel. Oh, hoppala. Wow. Alter Falter, haben wir ein Glück hier. Langweilig vielleicht, ja, aber schon ziemlich schlau gefahren hier. Nicht gut. Ah, oh scheiße, Vorsicht. Ach, fuck. Ah, das hört sich nicht gut an. Ich habe auch irgendwie nicht mehr allzu viel von der Motorhaube. Vorsicht! Ah, scheiße! Weg, weg, weg! Ah. Ah. Oh, da ist nicht mehr viel dran. Jetzt wollen wir wirklich ein bisschen zurückhalten. Weil mein Auto brennt. Jeff, mein Auto brennt. Ah, ist das heiß? Ah, heiß, 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 heiß. Oh, gerade noch den Sprung geschafft. Da ist nicht mehr viel an Leistung. Schau, Mutti, ich fliege 5 Minuten in der Luft. Erfolg freigeschaltet. Ja. Ah, hier sind überall schon irgendwelche Frackteile. Ja. Komm, zieh durch. Zieh durch, Buschi. Du schaffst das. Auf zur letzten Runde. Kaum noch Vorsprung hier. Ja. Oh, das wird wohl knapp. Ich will nicht wissen, wie mein Auto ausschaut.
Ich glaube, mein Auto sieht scheiße aus. Oh, mein Auto sieht richtig scheiße aus. Oh ja, oh ja. Wo sind die überall Teile? Dadurch, dadurch. Yes, yes, yes. Wow. Erster. Wow. Naja, haben wir jetzt 2, 3 Szenen, wo wir ordentlich getroffen wurden. Die können wir uns gerne mal anschauen. Und dann, ja, liebe Leute, dann war es das auch schon wieder gewesen hier. Mann, 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 ey. Was das, was gewesen, ey. Gucken wir uns natürlich hier alles mal so ein bisschen Verfolgung-Perspektive an. Lange, lange haben wir jetzt mich da rausgehalten. Immer sehr konsequent, wenn man mal so sieht. Gut, hier mittig konnte ich natürlich noch fahren. Ja, ich habe mich da natürlich ziemlich lange rausgehalten. Guck mal hier, schön nach außen gesprungen. Da auch, also bis zur dritten, vierten Runde wirklich ohne jegliche Probleme. Sieht man eigentlich jetzt hier auch bei dem Sprung. Da sind wir, bin ich sehr, sehr weit rechts außen reingesprungen. Jetzt hier eingelenkt. Zack. Und da ist natürlich niemand. Die kommen alle eher mittig raus. Gleiches Spiel genauso hier. Einmal rum. Ein bisschen sehr weit rum. Naja, halb so schlimm. Und da bin ich jetzt auch, glaube ich, rechts oder links. Genau rechts. Guck mal, hier springe ich über alle anderen rüber. Und werde hier nirgendwo getroffen. Und sobald, und ich wollte einfach mal genau nur gerade durchspringen, was passiert natürlich? Ich werde volle Kanne weggesemmelt, aber sowas von. Jetzt hier genau mittig nur abgesprungen. Und jetzt kommt die ganze Meute. Paff! Paff! Eieieiei! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Sind aber noch in lange, lange Zeit Erster. Haben wir mal ein paar Sekunden Vorsprung gehabt. Der vor uns ist einfach unten überrundet da. Oder den haben wir fast überrundet. Hier wollen wir uns natürlich nochmal ein bisschen aus der Affäre ziehen. Klappt nämlich nicht ganz. Auch nochmal ordentlich getroffen. Und noch ein bisschen Schwein gehabt. Und jetzt wird es natürlich richtig, richtig knapp. Guck mal, da hinten ist er schon. Das ist der Zweitplatzierte. Eieieiei. Der sieht aber auch schon richtig fertig aus. Boah, alter Falter, knallt es dort. Ja, und das war eigentlich schon das ganze Spektakel hier gewesen. Mehr gab's hier ehrlich gesagt gar nicht. Gerade noch so gewonnen, knapp war es. So, dann war es auch gewesen hier, Platz Nummer 1. Stahlschutzgitter haben wir gewonnen. Und ja, was wir auch noch gewonnen haben, die Erkenntnis. Man sollte froh sein zu leben. Nee, aber ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine angenehme Woche. Dankeschön fürs Einschalten. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bleibt auf alle Fälle gesund, ganz wichtig. Und ja, schaut einfach mal auf mein Profil vorbei, was ihr noch so Schönes finden könnt. Nicht nur Wreckfest. Hier sind noch weitaus andere Sachen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.